Und guck da, die kleine Tataru, die steht schon da und hat eine Schürze um. Ob Tataru jetzt hier arbeitet? Kellnern ist gar nicht so schlecht, weißt du? Man trifft allerlei interessante Leute und wird dafür sogar bezahlt. Was? Nein, ich stecke mir das Trinkgeld natürlich nicht in die eigene Tasche. Das geht alles an den Bund, genauso wie die wertvollen Informationen, die ich hier sammle. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Wo Herzlich willkommen und will Und damit herzlich willkommen hier in Final Fantasy. Und wir haben eine neue Quest hier von Honoroid? Ach, egal. Honoroid fragt sich, wo Emanuelein bleibt. Wo bleibt eigentlich Herr Emanuelein? Er ist immer noch nicht von seiner Suche zurückgekehrt. Wir sollten ihn suchen gehen. Wer weiß, in welche Bedrohlien er sich diesmal gebracht hat. Wir treffen uns später wieder hier. Viel Erfolg. So, wir sind da. Und wo geht's als nächstes hin? Ja, ich stehe natürlich zu weit weg. Da ist nix, da ist nix. Aber da ist was. Frau Eisenseele, Hilfe! Herr Emanuelein wurde von den Wanu-Wanu gefangen genommen. Ich habe gesehen, wie sie ihn umzingelt haben. Kommt schnell, vielleicht erwischen wir sie noch. Also, ich kann einen wilden Stamm, der Wanu Wanu heißt, nicht ernst nehmen, irgendwie. Sie haben Herr Emanuelein in ihr Lager verschleppt und Wachen aufgestellt. Seht nur. Hört, ich kehre nach Camp Wolkengipfel zurück und werde Lynette informieren. Halt ihr so lange die Stellung. Wenn sie im Schutz der Dunkelheit eine Gelegenheit ergeben sollte, Herrn Emanuelein zu retten, lassen Sie sie um Hallons Willen nicht verstreichen. Herr Emanuelein kann unausstehlich sein, aber hat ein echt gutes Herz und verdient es nicht, als Gefangener eines wilden Stammes zu enden. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. So, Spielinhalt beginnt. Eigentlich sollte ich doch nur über Besuch, also überwachen. Na egal. Aus dem Ritus. Nee, bitte. Emanuelein befreien. So. Dann halt du erstes Mal. Und der ist weg. Und du hier. Lelein Kundo. Die haben ja Namen. Und der nächste. Ja, die bewegen sich so witzig, die Wanu Wanu. Ich find's bloß scheiße, dass du da nicht auf einen Touch hinkommst. Zum Kampf. Ich weiß nicht mal, ob ich in die richtige Richtung renne. Immer dahin, wo Mobs stehen. Ah, okay, das ist gut. Also, du musst da so einen Weg hoch, falls du Ja, da schon bist. da bin ich. Wunderbar.
glaube, ich werde das aber ein bisschen schneiden. Da passiert ja wirklich nichts. Nein, ich bin zu edel, um zu sterben. Rettet mich. Tara, mach dich nützlich und rette mich. Na, wo will wohl Gefangenen holen? Blas sie weg, wie trockenes Laub. Ich frag mich ja echt, ich sollte eigentlich nur hier sein und beobachten. Stattdessen tue ich jetzt hier gerade einen kompletten wilden Stamm auslöschen. So, den Hauptling kann ich gar nicht angreifen. Okay. Gefesselter Emanuelen. Puh. Was für ein mieser Tag. Na, Venue hat sich befreit. Wanu U. Lass sie nicht entkommen! Oh, da kommt die Kavallerie. Hochrefant, du hier? Ich halte hier die Stellung. Beschützt Emanuelen. Okay. Auf den großen Bruder ist Verlass. Jetzt ist der Emanuelen abgehauen. Wo ist der jetzt? Ach, da steht da unten. Ah!
Was rennt der Typ auch alleine los? Hier entlang! Da kommt noch mal ein Gegner. Noch mehr von denen? Honu ist wahr, du Häuptling. Honu ist gefüllt mit Zorneswut, wie Wolkennacht mit Regen. Navanue, an staubigen Grund Gefesselte, verneigt euer Haupt vor Wolkengott. Was ist denn das? Ein fliegender Wal. Bismarck, weiße Gott, Herr der Wolken. Ist das ein fliegender Wal? Genau, das habe ich auch gefragt. Hier können wir nichts ausrichten. Zurück! Verflucht! Wieder mal verdammt typisch. Also gut, wir gehen runter. Die Kavallerie! Jawohl, Chef! Auf Zit ist nun mal Verlass. Los, an Bord mit euch! Ha, da war mal wieder so eine knappe Sache. Und dann gleich noch ein Primar obendrauf. Ganz nach meinem Geschmack. Schön, dich wiederzusehen, Tara. Dazu noch so unverhofft. Die päpstliche Kurie hat unsere Hilfe angefordert. Deswegen sind wir hier. Es geht um die Protektor. Die Ischgarder Ingenieure benötigen unsere Hilfe bei ihrer Fertigstellung. Und das lieber gestern als heute. Aber so ist es mit all den Kunden. Immer ist alles eilig. Immer kann es gar nicht schnell genug gehen. Als ich hörte, dass du hier bist, habe ich alle Lauscher auf Empfang gestellt. Und siehe da, wir haben dich gefunden. Gerade zur rechten Zeit. Aber das ist da die Spezialität der Galander Metallwerke. Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Die Jill fliegt schließlich nicht von allein in meine Jill-Börse. Mach's gut. So, und abschließend. Emanuelen. Bitte sehr. Emanuelen scheint vor lauter Stolz zu platzen. Worauf ist er bloß so stolz? Da sind wir den Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen, was? Aber wir können von Glück sagen. Denn wenn ich nicht gewesen wäre, hätten wir den Primar erst viel später entdeckt. Und dann wäre es womöglich zu spät gewesen. Ischgard, nein, Erosea hat nun einen neuen Helden. Lalaith muss davon sofort erfahren. Sie wird beeindruckt sein, da habe ich keinen Zweifel.
Also gerade eben hat er sich noch fast in die Hose gemacht. Yeah, sie haben es geschafft. Da bist du ja wieder, Tara. Bist du unversehrt? Was ist geschehen? Bla 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 bla. Riesiger fliegender Wal. Bla bla bla. Ein Primar? Bismarck, der Herr der Wolken? Bismarck ist der legendäre weiße Wal des Wolkenmeers. Haben die Wanu Wanu ihn als ihren Primar herbeigerufen? Ungeheuerlich. Wir hatten doch gute Beziehungen zu dem Wanu Wanu. Was hat nur diesen Sinneswandel ausgelöst? Vielleicht steckt sogar der Primar selbst dahinter. Ja, vielleicht hat er von den Geistern der Wanu Wanu Besitz ergriffen. Wie mir unsere Freunde vom Bund der Morgenröte erklärten, können Primar, die von ihnen besessen, noch belieben kontrollieren. Bla 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 bla. Das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Lalein, bist du denn nicht total aus dem Häuschen, dass ich es war, der... Tara, willst du ihn erschlagen oder darf ich? Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr ertragen. Und ich schulde dir eine Entschuldigung. Erst jetzt wird mir klar, was ich dir mit ihm zugemutet habe. Wir müssen umgehend den Papst informieren. Ich werde seine Heiligkeit und die Tempelritter über die neue Bedrohung informieren. Ich danke euch, Hochefant. Tara, du kannst im Augenblick nichts für uns tun. Kehre du auch nach Ishgard zurück. Wie? Und was ist mit mir? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde mich von meinen Heldentaten ausruhen und ebenfalls nach Ishgard zurückkehren. Du weißt also, wohin du deine Liebesbriefe schicken kannst, Lainey. Tara, kehren wir nicht mit dem gleichen Luftschiff zurück? Es gibt viel zu besprechen. So, Hochefant, dann sag mir mal, wie es weitergeht. Das war eine angenehme Reise, aber vielleicht war sie nicht mehr als die Ruhe vor dem Sturm. Ich werde Emmerich in der Kongregation der Tempelritter aufsuchen und über das Erscheinen des Primar unterrichten, wenn er nicht bereits davon gehört hat. Kehre du in unser Anwesen zurück. Emanuelain sollte auch schon angekommen sein. Eine Vermutung, über die man sich besser in Gewissheit verschafft. Ich bin gespannt, was mein Vater mit ihm zu sagen hat. Obwohl, ich kann es mir schon denken. So, Herr Emanuelain, was können Sie mir sagen? Er sieht ganz schön niedergeschlagen auf. Au, meine Wange! Aua, aua! Was passiert ist? Mein Vater hat meine gedonnert, das ist passiert. Er war außer sich vor Wut darüber, dass ich einen Gast in Gefahr gebracht habe. Dabei warst du noch keine Sekunde in Gefahr. Du kannst doch auf dich selbst aufpassen, so wie ich. Keinen Kratzer habe ich im Camp Wolkengipfel abbekommen und jetzt sieht er meine Wange an. Ach Gott, das will diese Tragik. So, was kriegen wir denn? Stärke Materie, Konstitutionsmaterie, Geschicklichkeit. Wir nehmen Geschicklichkeit. So. Und jetzt gucken wir uns mal den jüngsten Sohn an. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.